Du hast das ja ziemlich lange ausgehalten, alles, ne? Gibt es da eine Tapferkeitsmedaille dann? Also meine Partei hat es nicht mit einer Tapferkeitsmedaille. Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Es war auch eine enorme Spannung für mich, denn ich habe ja tagsüber geheime Militärforschung getrieben. Das ist ja an sich schon eine spannende Sache. Geheime Militärforschung in einem völlig abgeschlossenen Gebiet. Wir hatten an den Türen keine Klinken. Ja? Wenn man rein wollte, hatte man entweder einen Schlüssel oder musste telefonieren. Und da musste man auch wissen, mit wem man spricht vor der Tür, damit man reinkommt. Solche Arbeit habe ich gemacht, und wenn ich dann hier abends kam, war eine ganz andere Welt. Also geheime Militärforschung tagsüber und dann hier solche Leute, so ein buntes Völkchen, das ganz andere Vorstellungen hatte, die ich langsam inhaliert habe, mir sehr gefallen haben, sehr viel Spaß gemacht haben und immer wieder den Angstschweiß auf die Stirn, weil ich immer wieder mich verantworten musste. Da haben wir uns noch nicht gekannt, als ich hier Nee. Gebietsking Nee. war. Aber wie gesagt, das habe ich gern gemacht durch diese Leute. Die haben das ja unterwandert, den Ausschuss haben sie Ach so, unterwandert jetzt, gezielt. ja. Und das war spannend. Und, nein, vorher war ich stur und Ach, Sie waren ordentlich. Also Sie waren. Nicht stur, aber ich habe das gemacht. Jeder WBA lief das. Ja. Das waren ja Sachen, die nötig waren, nicht? Sagen wir, dass man eine Baukommission hatte, die sich um den Zustand der Häuser kümmerte und vorgeschlagen hat, was in welchem Haus gemacht werden muss. Es war immer wieder dasselbe. Dachdecken, weil alle Dächer kaputt waren, und die Keller trocken machen, zum Beispiel. Oder die Und aufpassen. Aufpassen war mit, ja, natürlich. Es gab, ja. Die HGL-Vorsitzenden, die hatten ja auch bestimmte Funktionen, zu Ja. sagen, wer trägt welchen Ja. Westbesuch und so unter anderem. Ja, Ne? natürlich. Ich weiß nicht, ob das die HGL-Vorsitzenden sagen mussten. Da Oder waren derjenige, eher der das Haus die hatte. Hausbuchführer. Die Hausbuchführer, Ja. genau, Sie wissen es. Die wurden befragt von den entsprechenden Kräften der VP oder dem MFS. Wer kommt denn hier öfter zu Besuch? Was steht für ein Auto vor der Tür? Was hat das für ein Kennzeichen und so? Wir haben ja, das hatte Holtfrieder eingeführt, Versammlungen in Wohnungen gemacht. Üblich war es, dass wir uns im Prater trafen, da hat sich der WBA, der Wohnbezirksausschuss, getroffen. Aber die eigentlich interessanten Sachen wurden außerhalb dieser offiziellen Sitzung und ohne die meisten, die dabei waren, in Wohnungen besprochen. Aber ich erinnere mich auch, dass Holtfrieder mich das erste Mal zu seiner Truppe mitnahm, die hinter ihm stand. Und er hat gesagt, das ist hier dieser Tapp, der Vorsitzende. Und wir wollen mal heute sprechen über die Arbeit auf dem Hirschhof, wie wir das organisieren. Und da haben einige gesagt, wenn der hier ist, gehen wir. Ja? Verständlich, verständlich. Wenn der hier ist, ja, einige sind, glaube ich, abgehauen. Andere haben gesagt, dann sprechen wir nicht oder so. Aber Holtfrieder hat sich auch durchgesetzt. Und ich bin auch geblieben. Ja? Es war mir ein bisschen peinlich natürlich, ja, wenn du auf solche Ablehnung stößt. Aber das war gut und von denen auch korrekt und mutig. Ja? Ich hatte also mit dieser ersten Wir-Wohner-Geschichte, wie gesagt, mit deinem Vater zu tun. Und dann hat er sich von sich aus angeboten. Der wollte mal sehen, dann kam er zu einer Probe. Und dann hat er so angerufen bei mir und sagte, wenn es dann an die Abteilung Kultur geht, da komme ich mal mit. Ja. Da, Ja, da kannte er da irgendeine Dame da getroffen. Ja, ne, und da hat er dann im Prinzip auch die Erlaubnis durchgesetzt. Und dann weiß ich gar nicht, wieso war dein Vater das nächste Mal auch maßgeblich daran beteiligt, dass wir die Uraufführung des Stücks am Kollwitzplatz machen konnten. Ja, da hat er vielleicht mit den Zinnoberleuten oder so zu Ja, tun. kann sein. Also da, so habe ich dann meinen Vater kennengelernt. Und der macht noch dort am Hirschhof mit, oder? Naja,
Naja, jetzt passiert da, weiß ich nicht, was überhaupt da passiert. Wenn, dann machen die Leute, die sich da kennen, irgendwas zusammen. Mhm. Das ist ja nicht mehr so, geht ja nicht mehr über den BBA-Vorsitzenden. Nee, nee. Aber er hat die Wende überlebt, oder was? Oder haben sie ihn kaputt gemacht? Nee, kaputt gemacht haben sie nicht. Nee. Er hat natürlich keine Arbeit mehr, also keine, die, für die er also einen Fulltime-Job hat. Ja, also. Er macht jetzt so für Verlage so Recherchenarbeiten und so. Und kriegt eine Rente. Ja. Obwohl er eigentlich so ein Arbeitstier ist, der das nicht kann. Mhm. So. Aber die Leute, denen er sozusagen geholfen hat, die haben sich nach der Wende also nicht gegen ihn gewendet. Nee, so als Altlast oder so, wie man ja viel hat da. Nee. Gerade am Kolbitzplatz, das ist ja vielen passiert. Oder? Ja, nee, die Probleme hat er nicht. Ja, dann ist er gut. Wann war das mit dem Schadroff-Stück? Nee, das, ich 88. Denk, 88 oder 89? Nee, es war. Oder schon eher? Noch in eher? Einem Spätsommer. Es war Spätsommer 88, denke ich. Das war so ein Stück, das haben die in Frankfurt, glaube ich, oder spät spielen wollen und durften nicht. Und da haben wir ihnen angeboten, hier auf dem Hof machen wir es. Ihr könnt herkommen und könnt es machen. Ne? Eine der Überraschungen für mich. Und dann sind die hierher gekommen und haben die Schauspieler und haben sich da unten hingesetzt und haben es einfach gelesen, das Stück. Weil ein böses Stück. Es war ein sehr böses Stück. Ja. Das hast du auch so empfunden. Aus heutiger Sicht relativ lächerlich, aber damals war es relativ böse. Ja, so haben das meine Genossen auch aufgefasst. Dann haben sie es ja richtig verstanden. Ja. Aber sie saßen schon damals mitten im Publikum, man hat sie gesehen. Es soll auch ein Fotograf von Ihnen dabei gewesen sein? Ja, das kann sein. Ja. Habt ihr da nicht ein kleines Bubenstück getrieben? Nein, gar nicht. Wenn man bedenkt, dass auf dem Hirschhof die Uraufführung, die deutsche Uraufführung von Schadroffs Stück Dalsche, Dalsche, Dalsche stattgefunden hat. Verstehst du? Das war ein Knüller. Ein böses Stück über den Kommunismus. Ein böses Stück, ja? Und wir hätten es so nicht kennengelernt. Aber das waren Aktivitäten von Bernd. Der hat die Schauspieler rangeholt. Die durften das nicht spielen am Theater in Frankfurt oder. Aber hier haben sie die Lesung gemacht und die war ja so gut besucht. Und da war noch etwas Besonderes. Es war ein Fotograf, der schlich darum und nahm nicht die Schauspieler auf, sondern das Publikum. Und die Jungs um Holtfrieder waren so frech, dass sie, weil sie vermutet haben, es ist einer von der Staatssicherheit, ihn festgenommen haben, ihm den Film rausgenommen haben. Und sie haben den Film später entwickelt und wir alle haben Bilder davon, was der vermutliche Stasi-Fotograf aufgenommen hat. Das ist, finde ich, schon auch ein ganz hübsches Stück, ja, was da gelaufen ist. Also die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, wären ohne TAP nicht möglich gewesen. Weil da hatten wir eine Arbeitsteilung gemacht. Also ich habe die immer mit organisiert, so verantwortlich natürlich mit vielen Leuten, ne? Aber so die Sachen angeschoben. Und TAP musste dann immer seinen Kopf hinhalten. Und es kam jedes Mal die Prügel. Mhm. Ob das nur eine Filmvorführung war, eines amerikanischen Films zum Beispiel. Ja, da musste er dann am nächsten Tag zur SED-Kreisleitung. Und warum? Ja, ein amerikanischer Film. Und hat er dann den Druck an euch weitergegeben? Oder nicht? Oder wie hat er sich euch gegenüber verhalten? Ja, er war in einer schwierigen Situation. Ja, er sollte den Druck weitergeben, aber er hat ihn natürlich nicht weitergegeben, weil er innerlich völlig auf unserer Seite war. Aber er war wirklich auf eurer Seite? Er war völlig auf unserer Seite, ja. Und also was ich ihn ganz hoch anrechne, ist, dass er damals, also er war ja im Institut für Atomsicherheit, hat er gearbeitet und als damals Tschernobyl war und in der DDR ja nie was offiziell drüber erzählt wurde. Es wurde immer verharmlost. Man wusste es aus dem Westfernsehen bestimmt. Aus dem Westfernsehen wusste man das, aber offiziell, naja, man wusste es im Westfernsehen. West-Berliner Fernsehen war aber weit weg, ja, also es, obwohl dort ein paar hundert Meter weiter Messungen angestellt wurden, in den Buddelsand zum Beispiel. Ja. So, und TAP hat uns
also alle Leute, die hier sind, die auch kleine Kinder hatten, informiert über die Messergebnisse, die sie gemacht haben. Sag mal... Also so eine Bruchstücken findet man ja überall, ne? Das ist richtig, ne? Weil du gerade sagst, Bruchstücken findet man überall. Was macht mein Vater eigentlich? Den Hirschhof. Macht der noch den Hirschhof? Weil nee, Bruchstücke... Nee, hat er das selber, hat er ja nicht gemacht. Ja, aber war ja beim WBA doch da. Er war früher da sehr aktiv, ja. Sicher, hat bei der gefordert. Entstehung der Geschichte ja, war er einer von den Aktiven, ja, kann durchaus sein. Und die Teile, die da rumliegen, sind der wohnt noch in der Oderberger Straße. Aber die Teile, die da rumliegen, die sind doch vom Schloss, oder? Sind vom Schloss, ja. Einige wenige Teile vom Stadtschloss. Und wie sind die da hingekommen? Ja, das entzieht sich meiner Kenntnis, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber es gibt ja auch Schlossteile im Buch, die wurden also systematisch gelagert. Ja, na, Buch gehörten sie auch hin, da saßen die doch da von dieser... Da gab es so eine Abteilung, die das gesammelt hat. So. Ja, ja. Naja. Aber wie das dort hingekommen ist, keine Ahnung. Früher ist ja nebenan in dem kleinen Laden mein Atelier gewesen, das weißt ja. Mhm. Diese ganzen Tanz-, Zeichen-, Partys, Feste und so weiter stattfanden. Dann bin ich hier rübergezogen und habe mit diesen Projekten angefangen. Und habe ja in den letzten, also vor 5 Jahren, ja das auch geschafft, mir eine große Wohnung auszubauen in dieser Straße, im Vorderhaus. Das ist ja immer dieser lange Weg der Leute, die nach Berlin ziehen. Die, damals war es so, Anfang der 70er Jahre, wohnten alle Freunde von mir im Hinterhaus und 4. Stock. Mhm. So, dann fängt man an runterzuziehen mit den Jahren und nach 10 Jahren beginnen dann die ersten Schritte ins Vorderhaus. Mhm. So, das kennst du ja, ne? So, und nun kam das Politbüro auf die Idee, das umzuorientieren. Und zwar weg vom Neubau auf der Wiese hin in die Innenstädte. Weil in den 20 Jahren die Innenstädte vernachlässigt wurden. Aha, aha. Also Leipzig, ja. Wenn du da warst, weißt du ja. Ja, das kenn kenne ich, ja. Und gleichzeitig ja auch das ganze Handwerk nicht mehr ausgebildet wurde. Es gab also kaum noch Zimmermänner und Tischler, und die also wirklich diese Gewerke noch konnten auch, ja, das Handwerk. Das Problem kenne ich gut. So, und gleichzeitig hatte man ja alleine um Ostberlin 8 Plattenwerke gebaut gehabt, aha, die einen ungeheuren Ausstoß hatten an Platten, täglich. Ja, die haben diese Platten gebaut für die Platten. Ja. Die sind ja industriell richtig gefertigt worden. Ne? So, und diese Investitionen, dieser Plattenbauten, die waren auch noch nicht abgeschrieben. Die waren, also es waren eine Milliardeninvestitionen. So, und nun war das Problem, auf der Wiese kann man nicht mehr bauen. Aber täglich rollen die Platten raus. Und deswegen hatte man gesagt, jetzt müssen wir in die Innenstädte rein. Prenzlauer Berg zum Beispiel. Großflächig abreißen und dann dort weiter, in dieser bewährten Weise weiterzubauen. So, und da ist man auf unsere Straße gekommen. Ich denke, weil sie mehrere Vorteile hatte für diesen Zweck. Erstmal ist sie sehr breit. Mhm. Man konnte also eine schöne Kranbahn aufbauen. Das ist ja die Erde. Dann war sie dadurch, dass ja die Mauer da war, war sie ja sozusagen am Rand. Ja. Ja, also ja, die große Unsicherheit war ja, wie reagieren die Leute, die da wohnen. Mhm. Und das Pilotprojekt Oderberger Straße sollte das ja gerade zeigen. Ja, wie kann man doch 1000 Leute, die da wohnen, umsetzen in andere Wohnungen, wie funktioniert das im ganzen Ablauf. Und ihr wusstet das alles oder ihr wusstet das nicht? Na, wir wussten am Anfang das natürlich nicht. Am Anfang haben wir von Leuten, die in der Bauakademie gearbeitet haben, das gesteckt bekommen. Mhm. Die sind also über Bekanntschaften, Freunde, so kam das Gerücht. Und dann haben sich doch eine ganze Menge in der Bauakademie bereit gefunden, uns zu informieren und zu unterstützen. Ja, die haben natürlich riskiert, dass sie dort rausfliegen, wenn das bekannt geworden wäre. Aber da war natürlich auch so eine Stimmung bei vielen. Ne? So jetzt, also weiter geht's nicht. Also diese Neubauten, Marzahn und so, haben sie ja noch alle mitgemacht. Aber jetzt die Innenstädte abzureißen, das war Wahnsinn. Ja? Und dieser ganze Hintergrund, mit dem, dass es vom Politbüro ein Auftrag war, das haben wir dann so nach erfahren. So, nun hatten wir aber hier in dieser Straße ja gut funktionierende Kommunikationssystem durch diesen Hof. Mhm. Ja. Also
in anderen Straßen hätte es nicht so gegeben, dass man in der Straße hier hunderte Leute kennt. Ihr kanntet euch einfach immer dadurch, dass ihr gearbeitet habt? Wir haben hier sonntags gearbeitet, gepflanzt und gegossen. Und also man kannte sich immer durch die Veranstaltung auch, kamen immer mehr Leute dazu. Ja. Und dadurch hatten wir natürlich eine Möglichkeit, hier einen Widerstand dagegen zu organisieren. Ich denke, das war mit das stärkste Stück, das wir gemacht haben. Ich war ja mitbeteiligt, wenn auch am Rande, dass wir erreicht haben, dass die Straße nicht abgerissen wird. Es fing damit an, dass ich von meiner Partei oder auch vom Stadtbezirksbürgermeister Harry Gnilka, den ich gut kannte, informiert werde, wenn er das Gebiet abreißen will, in dem ich hier eingesetzt bin, als Vorsitzender. Das war gar nicht so, sondern die Jungs und Mädchen um Holtfrieser, die haben das erkundet. Ich weiß nicht, ob du mitbeteiligt warst. Ihr habt herausgefunden, die Oberen wollen die Straße abreißen. Dafür wurde ja auch vom Westen ein Stück Land dazu getauscht. Und wurden ja hinter die zwei bestehenden Mauern am Ende der Straße nochmal zwei gebaut. Ja, und dass wir das verhindert haben, also ich sage mal wir, ich muss betonen, dass ich ja erstmal gar nicht gemerkt habe, dass der Abriss stattfindet. Dann sind wir aber geschlossen in einer Größengruppe zum Bürgermeister gezogen, vom Prenzlauer Berg, zu Harry Gnilka, und haben da vorgetragen, dass das nicht so geht. Das hat aber noch eine andere Seite, weil es war ein geheimer Plan, der Abriss. Er wurde öffentlich gemacht durch die Gruppe Holtfrieder. Aber es gab natürlich nie eine Befragung der Menschen, die hier lebten, ob sie nicht vielleicht doch für einen Abriss wären. Denn man muss sich vorstellen, bei der Wohnstruktur, bei der Wohnraumstruktur, die es gab, bei den Häusern, den verfallenen Häusern, gab es natürlich viele Menschen, die hätten sich gewünscht, dass hier so etwas wie ein Thälmann-Park entsteht. Neubauten, Plattenbauten. Dass es zum Beispiel eine Innentoilette gibt. Nicht? Wir haben ja heute noch viele Häuser mit Außentoilette. Ja? Und da waren wir nicht demokratisch. Nicht? Wir sind nicht so weit gegangen, dass wir die Bevölkerung gefragt haben. Was natürlich auch wieder sehr schwer gewesen wäre. Weil ein ursprünglich geheimer Plan geheim bleiben sollte, die Straße abzureißen. Das sollte überfallartig kommen. Aber es gab ja dann später Plakate und große Treffs im Prater, wo die Leute, also die hier leben, erfahren konnten, was da passieren soll. Das wurde ja ziemlich gut und genau vorgetragen. Ja, ja. Der Stadtarchitekt. Da gab es ja viele engagierte Leute auch. Es gab viele engagierte Leute, es gab oppositionelle Architekten. Ich nenne sie mal oppositionelle. Ich habe ein bisschen Schwierigkeit, weil man fragen kann, ob es in der DDR eine Opposition gab. Es gab eine. Aber auch das war eine Art Opposition. Es gab Architekten, die haben gesagt, hier kann man was ganz anderes machen. Man kann die Häuser sanieren, die sind fast 100 Jahre alt. Aber es gibt Möglichkeiten, die zu erhalten. Und die halten dann noch 20 Jahre oder länger. Aber es kam auch Roland Korn, der Stadtarchitekt. Und ich musste die Versammlung leiten. Kann man sich nicht vorstellen, wenn jetzt einer hier einen Zaun hinbaut, dann ist er in der Nacht wieder weg. Bin ich mir sicher. Ja, aber das wird jetzt wahrscheinlich langsam so weit kommen. Vor allen Dingen ist es schlimm, wenn die Leute in den Häusern, die hier dran wohnen, sich aufbringen. Ja, dann müssen wir vielleicht mal eine Veranstaltung, mal eine Versammlung machen. Einfach die Leute mal einladen und auch sie nochmal erinnern. Also, dass das ja eine Geschichte auch hat, ne? Dass das von den Leuten, die hier wohnen, auch gebaut wurde. Mhm. Und das, wenn die Leute hier nicht zusammenhalten, dann doch ganz schnell wieder Zäune hier entstehen können. Ja? Oder ich habe ja mit dem eigenen Eigentümer hier von der 12 mal gesprochen. Da gab es ja schon Absichten, hier wieder Gewerbe anzusiedeln hier hinten. Hier hinten? Ja. Naja, das war zwar als Drohung mehr gemeint, denke ich mal, weil er das Grundstück abgekauft haben möchte von der Stadt. Was ich auch verstehen kann, ja, bei den Grundstückspreisen hier. Mhm. Aber ich meine, wir haben ja damals vor 10 Jahren dafür gesorgt, dass die Straße nicht abgerissen wird. Ne? Hätten wir vielleicht nicht machen sollen, dann wären die Häuser alle weg. Wir hätten hier schöne Neubauten gestanden mit einem großen öffentlichen Hof, Parkanlage. Mhm. Naja, aber die Vorstellung, dass hier Plattenbauten stehen wie Marzahn.
Was die Leute kriegen den normalen Mieterhöhungen schon immer mehr Panik. Und da sind ihnen jetzt diese 10 Mark Betriebskosten, die sie vielleicht sparen könnten, wichtiger als die Geschichte, die hier vielleicht dranhängt. Und sie kommen wahrscheinlich auch kaum noch. Also die Leute, die hier wohnen, da gibt es eben einige, die wahrscheinlich noch nie hier hinten waren, die jetzt in ihre Wohnungen gehen und ihren Fernseher anmachen. Hm. Dann hörst du da hinten die Zauberflöte? Hast du denn schon mal Akten gelesen über dich? Nein, ich habe sie auch nicht angefordert. Ich bin nicht so sehr scharf drauf. Ich bin zwiespältig da. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Aber ich habe eine Akte gelesen und muss sagen, es ist erstaunlich. Es geht über den Hirschhof und ich hatte die Chance, das zu lesen. Einer von uns hieß Hirschhof. Du kannst ja denken, wer das war. Das war der Deckname oder der Name für den operativen Vorgang. Es war Bernd. Und auf ihn waren unheimlich viele Leute angesetzt. Er erschien eben doch höchst verdächtig. Er hat eine dicke Akte. Allein mit der Sache Hirschhof. Ja, da war ja auch im Stadtbad ein Dokument ausgestellt. Ja, aber es sind ein paar hundert Seiten, denke ich. Es ist spannend, interessant, auch wenn man hört, wer sich dazu hergegeben hat, das auszuspionieren und zu spitzeln. Aber es sind natürlich auch ganz platte Sachen drin, ganz banale Geschichten. Aber ich bin dem Bernd dankbar, dass er mir das mal zu lesen gegeben hat. Dabei kam raus, dass einer mich häufig ausgenommen hat. Ich weiß nicht, wer es ist. Bernd weiß auch nicht, wer es ist. Ja, einer hat mich immer. Ja, der hat mich gefragt, ist ausgefragt. Mhm. So. Fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, wer es war. Kann mich nicht erinnern. Aber der wollte wissen, na, was haben die denn gesprochen oder so. Dann habe ich gesagt, habe ich nicht gehört. Ich war so weit weg oder sowas. Irgendwie instinktiv habe ich vielleicht doch gemerkt, dass der mich ausholen will. Oder die. Wir wissen nicht mehr. Aber ich denke, das ist eine echte Gefahr, dass gerade mit dem Umzug der Regierung nach Berlin sehr viele kommen. Es wird attraktiver, auch solche schäbige Gegenden wie unsere. Sie werden die Häuser rekonstruieren, renovieren und dann werden wir die Miete nicht mehr zahlen können. Das scheint eine echte Gefahr. Da kommen wir ja wieder auf Leute wie Berthold Frieder zurück. Und die neue Form von WBA heißt ja inzwischen Wir bleiben alle. Ja. Und Bernd ist ja dabei, mit anderen da Kräfte zu mobilisieren, die einfach die gewachsenen Strukturen hier erhalten und was für die Leute tun, die hier leben. Und da ist er unaufhaltsam. Er ackert wie verrückt an solchen Sachen. Im Moment finde ich ja ein bisschen schade, dass Bernd eine Arbeitsstelle hat und so wenig vor Ort ist. Ja, ja, er vernachlässigt seine gesellschaftliche Arbeit. Etwas. Das müssen wir ihm vorwerfen.